Gewindekomponenten kommen in den vielfältigsten Anwendungsfällen zum Einsatz. Von der Heringssortieranlage bis zum Atomkraftwerk. Doch eins haben alle unsere Kunden gemeinsam. Zum einen werden hochindividuelle Gewindekomponenten gefordert und zum anderen kompromisslose Qualität. Wir fertigen alle Gewindekomponenten nach Zeichnung. Doch wir haben uns konzentriert auf große und komplexe Gewindekomponenten. Groß bedeutet für uns große Durchmesser und lange Teile. Komplex bedeutet für uns sehr anspruchsvolle Materialien, aber auch Oberflächenbeschichtungen. Hier sind wir eigentlich für alles offen. Wir sehen uns auch als Entwicklungspartner unserer Kunden und können gemeinsam mit dem IFW verschiedenste Themen bearbeiten, die uns alleine als mittelständischem Unternehmen nicht möglich wären. Wir forschen an der Produktionsplanung und Steuerung und hier haben wir mit Bornemann einen Partner, der uns dabei unterstützen kann und auch seine eigenen Prozesse optimieren kann. Die Rückverfolgbarkeit von Bauteilen und der Schutz vor billigen Plagiaten ist für viele unserer Kunden extrem wichtig. Gerade in sicherheitsrelevanten Anwendungen ist dies von extremer Bedeutung. Mit dem IFW zusammen haben wir Lösungen entwickelt, mit denen wir in der Lage sind, unsere Bauteile zu 100% zu identifizieren. Die markierungsfreie Bauteilidentifikation, wie der Name schon sagt, ist eine Bauteilidentifikation ohne eine zusätzliche Markierung. Markierungen sind üblicherweise Barcodes, RFID-Codes, QR-Codes. Die brauchen wir nicht, denn wir haben untersucht, wie eine Oberfläche im spannenden Prozess entsteht und können stochastische Eigenschaften, die auf der Oberfläche entstehen, erkennen, zuordnen und so jedes Bauteil in der Fertigung und auch später im Feld wiederfinden. Die Oberflächenqualität unserer Gewindespindeln ist extrem wichtig und sorgt für eine lange Lebensdauer unserer Komponenten. Dennoch versuchen wir, unsere Oberflächenqualität kontinuierlich zu verbessern. Auch hier arbeiten wir im Bereich der Mikrostrukturierung eng mit dem IFW zusammen. Wir sind damit in der Lage, die Oberflächen weiterhin zu optimieren und für unsere Kunden kontinuierlich einen besseren Mehrwert zu generieren. Die Oberfläche von Gewindespindeln hat entscheidenden Einfluss auf die tribologischen Eigenschaften. Diese tribologischen Eigenschaften wiederum können dazu führen, dass es zu dem sogenannten Stick-Slip-Effekt kommt, also zu kurzen Verzögerungen des Laufens der Mutter auf der Spindel. Und wenn es dazu kommt, wird die Lebensdauer der Spindel und vor allen Dingen der Mutter entsprechend geschwächt. Wir am IFW nutzen die Simulationssoftware IFW CAD-S, um schon beim Wirbelprozess die Oberfläche der entstehenden Spindel simulieren zu können und so auf die tribologischen Eigenschaften zu optimieren. Auch die Auslegung von hochbelasteten Gewindetrieben ist für viele unserer Kunden oftmals ein wichtiges Thema. Wir bieten dafür ein Auslegungstool auf unserer Website an, was von unseren Kunden völlig kostenlos verwendet werden kann. Dies versetzt unsere Kunden in der Lage, relativ schnell zu berechnen, welche Gewindegröße und welches Profil für ihre Anwendung genau das Richtige ist.